Ja, liebe Cyrus, herzlich willkommen zu unserem Alumni-Workshop hier im Rahmen der Dirk-Jahres-Konferenz. Ich freue mich sehr, dass auch einige neue Gesichter hier sind, auch wenn wir nicht so zahlreich sind, wie wir oft hatten. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir leider seit letztem Jahr diesen ziemlich späten Slot für den Alumni-Workshop bekommen und dass ich generell im Laufe des Tages schon den Eindruck hatte, es schwinden so die Besucherzahlen relativ kräftig. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir heute hier in eine engagierte Diskussion einsteigen können, gleich mit unserem Fachreferenten Dr. Stefan zum Thema Kapitalmarktpflichten, Ad-Hoc-Guidance und da haben wir ja öfter schon in unserem Kreis diskutiert, dass es da auch viele Grauzonen gibt, in denen man sich sehr schnell als IRO bewegt und das ist, glaube ich, einer der Schwerpunkte, den wir heute auch gerne nochmal aufgreifen möchten. Also bevor wir aber da einsteigen, wollten die Caroline und ich nochmal so ein bisschen die Chance nutzen, gerade auch für die, die neu sind in unserem CIRO-Kreis, über das Alumni-Netzwerk zu berichten. Willst du mal kurz? Ja, genau, ich kann gern starten. Klickst du mal kurz. Ja, für einige ist es neu, einigen wird es bekannt vorkommen. Ihr wisst ja, seit 2002 gibt es den CIRO. Die Julia, eigentlich Initiatorin des CIRO-Alumni-Netzwerks 2007, mit ersten Alumni-Aktivitäten, die die bestehenden ergänzen. Einerseits die Xing-Website, wobei ich gestehen muss, ich bin nicht ganz informiert, was da im Moment läuft. Ich glaube, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ein wesentlicher Punkt dieser CIRO-Alumni-Aktivitäten sind aber die Alumni-Workshops, die es eben seit 2007 gibt. Das hat relativ, war eigentlich eine Initiierung von Seiten eures Jahrgangs. Ja, also Idee war eigentlich, das sehen wir auch, das erste Treffen in Hamburg, um einerseits die Kontaktbasis einfach zu stärken oder zu erhalten und einerseits waren natürlich auch alle hoch motiviert und haben gesagt, naja, aus dem Alumni oder aus dem CIRO selber haben wir jetzt viel, viel mitgenommen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Themen, die wir gerne vertiefen würden oder die andererseits einfach im Daily Doing immer wieder aufkommen, die man im Lehrgang selber noch gar nicht so in der Form einfach besprochen hat. Und insofern der Kreis einerseits, der dann sich etabliert hat, zusammenkam, anfangs noch in der norddeutschen Affinerie, dann immer wieder auch auf Einladung anderer Mitgliedsunternehmen und die Idee eben einerseits den Erfahrungsaustausch fortzuführen und andererseits aber auch andere Unternehmen noch mal kennenlernen oder andere Branchen und eben das Wissen up to date zu halten. Das ist eigentlich, bringt es eigentlich auch nochmal auf den Punkt, wie sind die Workshops eigentlich konzeptioniert? Also ein fortlaufender Wissens- und Erfahrungsaustausch unter CIROs, die Möglichkeit, wie gesagt, laufende Trends aufzugreifen, auch Wissen vielleicht nochmal aufzufrischen. Wir hatten jetzt gerade im letzten Workshop im Januar mal wieder das Thema HV aufgenommen, was ja eigentlich ein sehr klassisches ist, wo es aber auch immer wieder Änderungen gibt in Bezug auf rechtliche Themen. Das ist eigentlich der Punkt dazu. Ich weiß nicht, willst du zum Ablauf mal was sagen, Julia? Ja, generell haben wir das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass es zwei Workshops pro Jahr gab, die so über anderthalb Tage sich Freitag, Samstag zogen. Und es war in den früheren Jahren auch so, dass es sehr starkes Engagement von Seiten der CIROs gab, dass immer wieder Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden gerne so einen Workshop hosten, wir haben eine tolle Firma, da können wir auch noch was anderes zeigen, außer IR. Also wir hatten Firmenbesichtigungen bei Wacker Chemie in den Labors und also hier auch das Foto war ja Norddeutsche Affinerie, wo wir da rumgelaufen sind. Also das Engagement war sehr stark und die Leute haben sich auch häufig als Referenten eingebracht. Ich habe dann gedacht, super, das ist so ein Selbstläufer, es wird immer mehr, vielleicht klicken wir mal weiter. Es gab immer wieder aber auch jetzt in den letzten zwei Jahren die gleichen Unternehmen. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel, der Robert ist jetzt nicht hier, aber auch Caroline, FTI Consulting haben das oft erst gehostet, die Deutsche Bank. Jetzt so die letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahre haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage nach den Workshops sehr groß ist, dass aber das Engagement seitens der CIROs, sich wirklich einzubringen oder auch als Host zur Verfügung zu stehen für so einen Workshop, ganz stark zurückgegangen ist. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht so genau, woran das liegt. Das wäre auch eine Frage, die wir gerne heute mal diskutieren möchten. Vielleicht nochmal die nächste Folie. Das ist so für mich die wichtigste Folie, auch wenn nicht viel draufsteht. Weil wir nicht wissen, liegt es daran, also dass die Workshops
vielleicht doch nicht auf den Anklang gestoßen haben, was ich nicht glaube, weil wir immer so unglaublich hohe Anmeldezahlen hatten, auch die Leute zurückweisen mussten zum Schluss, weil es die Kapazitäten der Workshops gesprengt hätte, oder wo ich so ein bisschen den Verdacht habe, das Netzwerk ist jetzt so groß, es sind über 140 Leute in Deutschland, dass die Leute denken, ach ja, Caroline und Julia, die gibt's da und die engagieren sich schon und die machen was, also läuft das. Aber es war halt in den vergangenen Jahren immer so, das waren nie wir alleine, sondern wir hatten wirklich immer wieder sehr starken Support auch aus den anderen Unternehmen. Und wir fragen uns jetzt eben, weil wir das so nicht mehr weitermachen können, in der Intensität, wie wir das gemacht haben, wenn das Engagement nicht da ist, wie es weitergeht, ob wir das einmal im Jahr nur noch machen, zum Beispiel auch nur einen Tag, weil ich glaube, dann ist es vielleicht leichter, für einmal im Jahr diese Logistik und Ressourcen und Referenten zu gewinnen, ob man alternativ noch überlegen könnte, vielleicht in den einzelnen Städten CSIRO-Stammtische ins Leben zu rufen, so parallel, wie es die regionalen Stammtische gibt, wo sich nur die CSIROs treffen. Da müssten wir aber auch in den Städten Leute identifizieren, die das dann vor Ort organisieren. Wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ich weiß zumindest, dass es in München in früheren Zeiten das mal informell gab. Antje, ich weiß nicht, ob du dich noch... vor deiner Zeit, ja, ja. Ich kenne nur die ganz normalen Stammtische, die halt auch sehr lebendig in München sind, ja. Ja. Aber da gibt es auch keine spezifischen Cyro-Sachen. Generell haben wir natürlich auch so ein bisschen gelitten durch das Vakuum in der Geschäftsstelle und diesen Wechsel. Jetzt die Frau Scholl und die Frau Beiersdorfer sind jetzt ja neu dabei und sind auch sehr engagiert. Die mussten sich aber jetzt in den letzten Monaten erstmal auf die Konferenz fokussieren. Und wir haben jetzt plus den ganzen Umzug von der Geschäftsstelle, wir haben jetzt in 2 Wochen aber einen Termin mit denen und wir überlegen einfach, wo es weiter hingeht. Es war halt früher auch zum Beispiel üblich, dass... ich bin immer eingeladen worden, wenn es einen neuen Kurs gab und konnte dann kurz mal präsentieren. Das heißt, die Leute kannten auch einen besser persönlich als, glaube ich, jetzt die jüngeren Jahrgänge, die uns nicht kennen, weil sie, wenn sie noch nie einen Workshop besucht haben oder noch nie hier waren, einfach noch nicht in den persönlichen Kontakt haben. Und meiner Meinung nach läuft es besser, wenn man den persönlichen Kontakt hat, als wenn das immer nur über diese anonymen E-Mail-Verteiler organisiert wird. Doch, wir wollen das wieder machen, aber das lief halt früher unterm Kai Bommer automatisch, da kam immer sofort die Einladung und dann bin ich dann dahin gegangen, habe präsentiert, war häufig an dem Freitagabend noch dabei, sodass also, glaube ich, auch die Bekanntheit von dem ganzen Netzwerk noch viel besser war als es jetzt. Und das hat in den letzten 12 Monaten einfach nicht bewusst, aber einfach durch den ganzen Wechsel nicht stattgefunden. Und das also haben wir auch schon der Frau Scholl gesagt, dass das, glaube ich, sehr gut wäre zukünftig, um das Netzwerk nochmal zu stärken. Deshalb sitzt auch heute Olaf Streuer hier. Ihr kennt ihn ja alle als Referenten aus dem CSIRO-Studiengang. Der kümmert sich jetzt auch im DIRK-Vorstand um CSIRO-Alumni-Angelegenheiten und hat auch heute Morgen schon gesagt, was ich sehr begrüße, dass er uns hier auch noch weiter unterstützt. Und aber nichtsdestotrotz, es reicht nicht DIRK Geschäftsstelle, Vorstand und wir, sondern wir brauchen wirklich das Engagement seitens der CSIROs. Und wenn das eben nicht mehr so gegeben ist, können wir es nicht mehr in dem Maße stemmen, wie das in früheren Jahren gemacht worden ist. Ich glaube, Schritt 1 ist in der Tat, dass jeder Einzelne von uns ist, glaube ich, auch ein Botschafter für die Alumni-Workshops und muss die jungen Leute, die einfach im eigenen Unternehmen sind, die jetzt vielleicht den Workshop machen, heranführen an das Thema, weil, wie du sagst, ich glaube, wenn man noch nie da war, ist vielleicht die Hemmschwelle etwas größer, da einfach mal hinzugucken. Vor allem auch, weil wir sind ja eine relativ eingeschworene Gruppe, die sich schon gut kennt. Da ist vielleicht für den einen oder anderen schwieriger, da neu dazu zu stoßen. Plus, unsere Workshops haben natürlich schon auch einen gewissen Professionalisierungsgrad erreicht. Also was anfing sehr, sehr klein in der norddeutschen Raffinerie, mit 10 Leuten oder ohne Catering und eigentlich eingestemmt, wurde dann dank des Sponsorings der Firmen einfach auch sehr, sehr professionell, weil wir bis hin zu Abendessen gesponsert bekommen haben oder nicht nur die Räumlichkeiten, wo wir eigentlich sagen, das reicht uns schon im Kern einfach, damit wir im Prinzip Beamer, Leinwand und Präsentationsraum haben. Und das wurde dann deutlich ausgeweitet, auch in puncto Catering. Vielleicht ist sich da der eine oder andere auch unsicher, was einfach die Kosten oder den Aufwand selber anbelangt. Aber auch da können wir sagen, jeder Einzelne von uns weiß ja, die Workshops sind kostenlos, sollen halt einfach auch den Charakter dieses Ideenaustauschs von CSIROs für CSIROs bewahren. Und deswegen, also ich glaube, ich spreche da im Sinne von den meisten, wer sich das vorstellen kann, das muss nicht super professionell sein, sondern im Kern geht es einfach, oder nicht mit großen Essen und weiß nicht was, sondern im Kern geht es einfach um den Ideenaustausch und vor allem das Netzwerk. Weil das habe ich jetzt gestern Abend einfach auch nochmal gehört, es kommt den meisten einfach darauf an, weiterhin im Kontakt zu sein und sich halt einmal persönlich zu treffen.
was wir vielleicht auch nochmal hier diskutieren sollten oder wo ich auch gerne nochmal euer Feedback hätte. Wie gesagt, wir haben das damals als ehrenamtliches Netzwerk ins Leben gerufen und es gab nie Mitgliederbeiträge. Und es gab auch diese Workshops sind kostenlos. Das ist der große Vorteil. Sie sind mittlerweile so professionell, dass wenn man am Markt eine Fortbildung besucht und man dann vielleicht für 2 Tage 1.500 € bezahlt, bekommt man das im Rahmen des Cyro Alumni Workshops, muss man wirklich nur die Reisekosten tragen und hat trotzdem hochkarätige Referenten. Und ich hatte jetzt auch schon mal die Idee von anderer Seite, das kommt nicht von uns gehört, dass solche Workshops vielleicht in Zukunft einfach kostenpflichtig gemacht werden, weil dann gleich die Kosten getragen werden. Wie ihr das seht, also ich habe da eine Meinung, aber ich möchte das einfach nur noch mal in den Raum stellen, um euer Feedback so zu kommen. Also wenn die Frage in also Kostenbeitrag, Workshops ist hier die eine Geschichte. Ich glaube, Mitgliedsbeitrag wäre das andere Stichwort, was ankommen würde. Ja. Ich glaube, Mitgliedsbeitrag würde gar nichts ändern. Wenn der eine bestimmte Hemmschwelle nicht überschreitet, dann wird der dann einmal überwiesen und die Leute kommen trotzdem oder engagieren sich trotzdem nicht. Ja. Kostenbeitrag ist aber, glaube ich, auch nicht das, was tatsächlich das Problem löst. Nein, letzten Endes nicht. Aus meiner Sicht, weil die sponsernden Unternehmen, ich glaube, für die da tatsächlich aktiv waren, die haben das immer noch im Budget gefunden. Ja. Das ist nicht die eigentliche Hürde. Ist auch mein Eindruck. Also selbst wenn ich da auch anderes gehört habe, dass es schwierig sei für Unternehmen, aber ehrlich gesagt, so ein Workshop kostet maximal 800 € für das sponsernde Unternehmen und das ist, glaube ich, im IR-Budget eines MDAX oder DAX absolut zu verschmerzen, ja. Und der eine Punkt nicht, dass das vielleicht falsch rüberkommt, dieses gesponserte Abendessen war eher eine große Überraschung für alle diejenigen, die dann vor Ort waren. Genau. Das ist auch nicht der Regelfall und auch mit Sicherheit nicht das, was gewünscht ist. Ja, das gab es in früheren Jahren auch nicht. Es gab manchmal auf manchen Workshops eben Sponsoren, die spontan kamen, die Vorträge gesagt haben, wir sponsern noch das Dinner. Aber das war auch in früheren Workshops gar nicht der Fall und es ist, glaube ich, auch nicht, was erwartet wird. Also ich glaube, der Knackpunkt ist gar nicht mit dem Beitrag, da stimme ich dir nämlich zu, weil ich denke, das wird nicht am Engagement was ändern. Ja. Ja. Dass man einfach sagt, ich pack das nicht. Also wir hatten das ja bei der MTU noch vor, so ein Workshop zu machen, bevor ich gegangen bin. Auch mit dem Hintergrund, wir wären zu zweit gewesen, 2 Cyros im Unternehmen. Wir hätten das zu zweit organisieren und stemmen können. Das hat sich natürlich jetzt durch den Wechsel auch ein bisschen geändert oder so, aber irgendwie haben wir uns halt auch schon mal so ein bisschen da reingedacht. Und dieser hohe Grad der Professionalisierung, wo kriege ich meine hochkarätigen Referenten her und so weiter, das ist schon so ein Thema, wo wir uns auch, also es war eine echt Challenge gefühlt. Mhm. Also bei den Referenten war das schon so, dass wir da sehr viel reingegeben haben. Oder auch über die Dirk-Geschäftsstelle, auch der Kai Wommer hat uns immer wieder Leute vermittelt oder eben wir über unser eigenes Netzwerk. Ich glaube, das würde ein bisschen abzubauen. Ich glaube, das würde dann vielleicht schon wieder eher, dass man sagt, okay, also das sieht ja alles gar nicht so schlimm aus, wie wir es mal selbst erlebt haben irgendwo. Ich glaube, dann auf einer Low-Basis kriegen wir es trotzdem hochkarätig hin. Das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun, aber vielleicht so das Drumherum, ja. Ich glaube, das ist eher der Punkt, dass man sich dann eher einbringt. Also ein Stück weit, ich meine, die ursprüngliche Idee war auch, ich erinnere mich an den ersten Workshop, da hatten wir ja ausschließlich Cyros als Referenten. Das alle haben selber referiert. Die Professionalisierung kam natürlich auch ein Stück weit oder ging einher mit dem schwindenden Interesse oder Commitment der Cyros selber. Ja, also dass wir gesagt haben, wir brauchen ja ein Stück weit Referenten, sind dann auf externe zurückgegriffen. Also schön wäre es aus meiner Sicht, wenn wir auch wieder irgendwo nichts hinkriegen. Ja. CSR-Projekt eingeführt oder ein Report oder was auch immer oder ein Privataktionärsprogramm entwickelt, um einfach auch diesen Wissensaustausch wieder stärker zu initiieren und immer noch Anreichern um externe. Genau. Also es war auch eher so, dass es manche Leute gab, die gesagt haben, ich kenne die Cyro schon alle, ich möchte auch nochmal externe Referenten. Und dann es gab zeitweise einen Mix, aber am Ende waren es vor allem externe Referenten. Ne? Dabei gibt es eigentlich in den ganzen Unternehmen, wenn man sich auch hier die Workshops anguckt, so tolle Initiativen. Und in diesen Unternehmen sitzen ja auch Cyros, dass wir die nur ermutigen wollen. Ich mache das jetzt ganz konkret. Gibt es hier jemanden im Raum, der Vorschläge hat, inhaltliche Vorschläge oder der bereit wäre, einen Workshop zu hosten? Okay. Ja, das ist eben die Resonanz, die wir jetzt seit 1,5 Jahren bekommen und das macht es sehr schwer. Ich könnte es mir vorstellen, das müsste ich natürlich auch abklären. Ja, klar. Ich gehöre auch zu denen, die schon relativ lange auch dabei sind. Ja. Regionalkreis hier Rhein-Main übernommen, zusammen mit dem Jürgen Ackermann. Das ist jetzt schon, also ich will mir jetzt auch nicht alles sozusagen als Bein binden, ja, dass man so Step by Step halt, ja. Aber prinzipiell hätte ich nichts dagegen. Ich denke mal, so in Darmstadt könnte man das sicherlich auch machen. Also da könnte ich mir auch das Backing von meinem Chef vorstellen. Das glaube ich auch, dass du das von deinem Chef kriegen würdest. Ja.
Also Referenten, wie gesagt, unsere eigenen Netzwerke sind ja recht groß und auch über den Dirk. Das ist nicht so das Problem, dass die, war auch in der Vergangenheit nicht so, dass die Unternehmen, die gehostet haben, die Referenten alle zusammengesucht haben. Also von geht. Daher würde ich mich jetzt nicht komplett rausnehmen, also ich würde mal signalisieren, dass ich mir das vorstellen könnte. Okay, nee, das können wir einfach dann diskutieren. Ja, also und gut. Vielleicht ganz kurz noch so aus Verbandssicht was dazu sagen. Ihr wisst ja alle, dass ich den Cyber schon seit langem, eigentlich seit Anfang an begleite. Insofern ist es mir auch ein Stück weit ein Herzensanliegen. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, auch für das Standing dieses Cybers, der nach meiner Warnung jedenfalls immer noch ein sehr gutes Produkt ist, das auch sehr gut angenommen wird und wirklich als eine sehr besondere Form der Ausbildung von ER-Manager wahrgenommen wird, dass das über das Alumni-Netzwerk weitergetragen wird. Das ist, und deswegen, das möchte ich sehr schön sagen, es ist auch aus Sicht des Verbandes ein wirklich wichtiges Anliegen, dass ihr die Geschichte so vorantreibt. Ich bin bei einem auch mal als Referent dabei gewesen, ich war extrem beeindruckt, dass auf einem Freitag, Samstag 30 Leute nach Essen gefahren sind, um dort über Bonn-Kommunikation war da das Thema, sich auszutauschen. Und das war angefangen von dem Abend vorher bis hin zu der Veranstaltung, die auch inhaltlich sehr, sehr stark gewesen ist, nach meinem Eindruck. Auch mit Praxisbeiträgen ist das, fand ich jedenfalls toll, wie die Community da auch zusammengehalten hat. Was ich vielleicht nochmal als Frage, euch das helfen, wenn auch seitens der Geschäftsstelle organisatorisches Backing, Netzwerk mit Anträgern, das Ganze ein Stück weit stärker institutionalisieren, dass man sagen kann, wir stellen auch sicher, dass zweimal im Jahr solche Treffen stattfinden oder welchen Turnus auch immer. Ist es okay oder wollt ihr euch lieber weiter selber organisieren? Also ich bin da offen, also ich kann ganz ehrlich sagen, die Logistik für so einen Workshop zu stemmen ist extrem. Ich weiß es, also. Und ich glaube, ich hätte nichts dagegen, weil wir wüssten, es läuft, ja. Was ich anmelde und so, Anmeldung läuft über den Dirk, ja. Also ich stelle die Frage auch vor dem Hintergrund, wir, du hattest es ja angedeutet, wir haben natürlich durch den Wechsel in der Geschäftsstelle, auch im Vorstand Präsidium hat es jetzt Veränderungen gegeben über den Jahreswechsel, war das jetzt auch im letzten Jahr, gebe ich ganz offen zu, auch eine rüttelige Zeit. Die Themen sind da so ein bisschen aus dem Auge verloren gegangen. Wir sind jetzt, haben jetzt in der nächsten Woche unser übliches Offsite, das wir einmal im Jahr im Vorstand haben, wo wir auch so über die Grundsatzthemen und wo wir die Reise hin mit Dirk nachdenken, da ist Cyro auch auf der Agenda, um einfach viele, die das noch nicht so auf dem Zettel haben, erstmal überhaupt auf den Stand zu bringen. Einschließlich auch der neuen Geschäftsführerin, die naturgemäß das noch nicht so drauf haben kann, weil die im Moment natürlich mit Umzug und Konferenz auch andere Sachen auf dem Zettel hat. Und ich würde in dem Zusammenhang gerne das Thema Cyro Alumni mit aufgreifen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Element davon. Wir haben alle ein Interesse daran, dass der Cyro bis Netzwerking unendlich auch weiter fortbesteht. Da spricht auch aus heutiger Sicht nichts dagegen, aber das Alumni-Netzwerk ist ein wichtiges Vehikel, um das auch zu transportieren, weil wir sagen auch alle wichtigen Multiplikatoren. Ihr wisst, was da drin ist, ihr habt eure eigenen Erfahrungen gemacht und ihr könnt es auch im positiven Sinne weiter transportieren. Ich würde es dann entsprechend mit aufnehmen als Anregung. Wir bleiben da einfach in Kontakt, beziehungsweise Frau Scholl kommt da auch nochmal auf dich zu, dass wir sicherstellen können, dass das Alumni-Netzwerk hier auch weiterlebt und nicht daran scheitert, dass, was ich auch verstehen kann, das ist ein ziemlich hoher Überlauf, weil ihr manchmal rausfinden müsst, ihr das dann macht. Weil das Problem ist, wenn das dann ein, zwei Mal ausgefallen ist, dann ist die Gefahr unheimlich groß, dass das einschlägt. Ich finde auch die Idee sehr gut, das zu verknüpfen mit der Geschäftsstelle, weil eben durch den Wechsel sind einfach die Kontakte nicht mehr so, wie sie vor einem Jahr mal waren. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen institutionalisiert, das heißt ja nicht, dass uns die Sache komplett aus der Hand genommen wird oder jetzt nicht mehr so als Cyber-Netzwerk weiterlebt, sondern es ist einfach wieder eine Stärke unbedingt zur Geschäftsstelle. Und ich finde, das ist ein bisschen verloren gegangen. Das wäre sehr schön, auch gerade mit dem Neuen. Ich kenne eigentlich gut wie gar keinen. Ich habe jetzt auch selber einen Wechsel drin, aber jetzt auch mit den Frankfurter Leuten durch diesen Stammtisch und so, das ist schon echt interessant. Und ich glaube auch, dass das Bedürfnis ist da. Wir haben ja jetzt den letzten Stammtisch auch in den Geschäftsräumen ganz bewusst gemacht, um zu sagen, okay, einfach die Neugier mal, wir sitzen da jetzt aus. Ich meine, Hamburg sind auch nicht so viele gekommen. Frankfurt ist jetzt in der Mitte so ein bisschen. Und vielleicht bietet es sich auch an, das einfach so ein bisschen da zu nutzen und einfach diesen Kontakt wieder fester einzubinden. Ja? Dass man sagt, okay, das ist auch irgendwie wie so eine Anlaufstelle, dass man wirklich ganz bewusst das so ein bisschen mit einbezieht. Ich glaube, das wird dauerhaft nicht ohne gehen, weil die Community der Cyros wird wachsen. Das liegt in der Natur der Sache.
Du hast natürlich auch gewisse Abgänge dadurch, dass dann Leute sich irgendwie nicht mehr mit IR beschäftigen und dann ist das Thema nicht mehr für sie interessant, das gibt es auch, aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die da abwandern, ist kleiner, als die, die dazukommen. Wir haben Anfang dieses Jahres den Cyberkurs mit 20 Leuten gemacht, eigentlich war es schon an der Oberkante. Also die Nachfrage ist nach wie vor groß und insofern spricht auch alles dafür, dass die Cyber-Community größer wird. Umso schwieriger wird es für euch, das als kleinen familiären Kreis zu behandeln und immer einen zu finden, wo man sich die Bälle schnell zuspielt. Ich glaube, das wird organisatorisch eher herausfordernder, dieses Alumni-Netzwerk dann am Leben zu erhalten. Und deswegen, ich finde es auch interessant, ich muss gestehen, ich wusste das gar nicht, dass ihr auf Xing da auch eine Gruppe habt zu dem Thema. Vielleicht gibt es noch andere Internetmedien, die auch helfen können, da den Draht zu halten. Und ich glaube, dann wäre es ein wichtiges Ziel, dass auch von der Geschäftsstelle unterstützt wird, dass ihr regelmäßig eure Treffen da habt. Und wir brauchen das auch als eine Feedback-Station, um immer mal wieder zu hören, was gibt es Neues und was kann man auch tun, um die Dinge weiterzuentwickeln. Ja, also diese Xing-Thematik müssen wir auch mal vielleicht aufgreifen. Ja. Die kommt nämlich nicht von Caroline und mir, sondern die ist von vor vielen Jahren von Kai Radke nach dem Schreck ins Leben gerufen worden. Und ehrlich gesagt, wissen wir nicht, ob da noch irgendwie was läuft oder ob Leute, die Gruppe, die sich zu dieser Gruppe dazufügen wollen, ob die da angenommen werden oder nicht. Ich habe jetzt also beide lange, lange nicht gesehen. Okay. Also da müssen wir mal gucken, oder ob das gewünscht ist, so eine Plattform zu haben ob es vielleicht jemand anderen gibt, der Lust hat, diese Plattform ein bisschen zu begleiten. Ja, muss sich dann auch jemand drum kümmern. Das ist immer das Thema, das Content-Management gemacht werden. Ich hatte nie den Eindruck, dass diese Plattform je wirklich gelebt hat. Also die ist bestimmt schon vor 5 Jahren ins Leben gerufen worden, aber da war nie recht viel los und mich hat auch teilweise gewundert, wie wenig Neuzugänge dabei waren. Es kann sein, dass die nicht aktiv moderiert wird von denen, ne? Das kann sein. Das ist der Punkt, Ich glaube, da muss man mal eine generelle Bestandsaufnahme machen, was gibt es an Alumni-Aktivitäten, vielleicht ist da noch irgendwo was in der Vergangenheit, was uns gar nicht so bekannt ist, und dann einfach, ich glaube, erstmal priorisieren, vorgehen, was ist eigentlich das Wichtigste oder wo hängt das meiste Herzblut für alle und das dann erstmal durch. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch eine gewisse Konkurrenz bekommen durch diesen IR-Club, der da ins Leben gerufen wurde. Das ist ja auch diese IR-Plattform von dem Patrick Kiss. Das ist natürlich auch nochmal, sage ich mal, schon ein Stück weit auch eine Konkurrenz vielleicht zu so einer Szenengruppe. Also nur, dass man einfach mal bedenkt hat. Und ich bin da auch mit drin, sage ich, ich habe da so eine Einladung bekommen und bin dann dazu, da sind auch viele Leute drin. Also, natürlich ist jetzt, sage ich mal, Dirk fremd, aber es gibt es halt, das muss man halt wissen. Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Ich bin da auch drin, einfach um auch zu sehen, was da passiert. Ich finde, man muss da mit offenen Augen durch die Gegend gehen und ich meine, am Ende des Tages wäre aus meiner Sicht wichtig, wenn die Cyber-Alumnus sich irgendwie organisieren wollen, dann können die wegen mir auch über den IR-Club miteinander chatten. Hauptsache die Bindung bleibt da bestehen. Ich will aber nicht ausschließen, weil ich weiß, dass die Frau Scholl auch was Internet anbelangt, so gewisse Ideen hat. Ich muss gestehen, ich bin ja schon ein paar Tage älter und deswegen eigentlich noch in der Steinzeit, was das anbelangt. Aber ich weiß, dass sie da irgendwie so einen Blog eingerichtet hat, auch auf der Dirk-Homepage. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten und Instrumente nochmal, um das zu institutionalisieren und den Austausch dann auch dahin zu kanalisieren, wenn man weiß. Also von daher ist ein Punkt, aber ich würde das jetzt gar nicht als Konkurrenz sehen, sondern. Nee, ich wollte es halt nur mal zu bedenken geben, dass es das halt auch gibt. Also ich meine, man muss halt immer mal so ein bisschen breiter die Perspektive auch setzen. Stimmt. Und, aber diese Einbindung stärker über den Verband könnte dann auch so, was die tatsächlichen Alumni-Treffen angeht, vielleicht mal so ein paar schlafende Städte wieder wachküssen. Also ich denke zum Beispiel an München für meinen Teil, wo mir einfach die Kontakte, ich kenne, wir waren letzte Woche beim Dirk-Regionalkreis, da waren, glaube ich, 3 Sarah-Alumnis und mehr sind die ich da eigentlich alle halbe Jahre sehe oder hier dann jedes Mal sehe. Und mehr gibt's. Es muss viel mehr geben, aber die schlummern entweder, wo sie hin oder sind einfach interessenmäßig woanders. Und die könnte man viel einfacher reagieren. Also mir fallen in München auch welche ein, die wahrscheinlich nicht mehr IR machen. So spontan, aber da gibt es sicher mehr als 3, definitiv. Genau. Gibt es erstens mehr als die und zweitens, selbst die könnte man ja mal reaktivieren, auch wenn die nicht in der IR-Community sind. Vielleicht ist das für die einen. Wir waren ja auch, was die Themen anbelangt, nie ausschließlich rein auf IR fokussiert, sondern haben ja bewusst gesagt, wir öffnen es auch mal ein bisschen, machen mal das klassische Thema One Voice zwischen PR, IR, H1, wir haben Public Affairs im letzten
klar, wir haben die Zielgruppe Investoren, Aktionäre, aber letztlich sind wir ja alle in einem Multi-Stakeholder-Umfeld unterwegs. Also deswegen, da kann sich auch ein inzwischen IR-Fremder durchaus nochmal tummeln, würde ich gar nicht ausschließen. Gut, okay, dann nehmen wir das mal so mit und geben es auch nochmal an die Geschäftsstelle und den Vorstand zurück. Und ansonsten, falls zwischenzeitlich Ideen auch kommen, genau, nur her damit, ja, beziehungsweise Signale seitens der Companies für das Hosting. Genau. Gut, und dann würde ich jetzt an Dr. Stefan von Gengar Müller übergeben. Dr. Schneider ist heute leider verhindert und der Stefan war so nett und hier kurzfristig einzuspringen. Dieses Thema wurde ja im Januar gewünscht. Anzeige von Anzeige und dann Vollbildung. Dinosaurier. Yeah. So. Yeah. Steuerung L geht auch. Das ist schon fortgeschritten. So. Ja, zum Abschluss. Irgendwie was Leichtes? Nee, ich glaube, okay, so? Nee, ich glaube, das ist. Also, wenn wir mich nicht hören können, dann melden wir dich wieder. Aber ich glaube, den Raum. So, die Kamera abholen. Das Mikro ist für die Kamera. Danke. Okay. Aber das ist schon Lobbying nicht ausgebildet. Irgendwie wird es gehen. Klaus-Dieter Stefan, ich bin Rechtsanwalt, Partner bei Hengeler Müller und betreibe das Geschäft in dem relevanten Bereich seit etwas mehr als 20 Jahren, schwerpunktmäßig Gesellschaftsrecht, M&A und so bis 2000 auch Börsengänge, was kommunikationstechnisch auch gelegentlich anspruchsvoll ist. Und als im März 2000 dann die Börsengänge zusammenbrachen, habe ich das danach nicht wieder angefangen. Also mein hauptsächlicher Begegnungspunkt mit der Kommunikation sind heute einfach die ständige Beratung börsennotierter Unternehmen, deren Ad-hoc-Anforderungen, Insiderrechte im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen und ähnlichen Dingen. Die Kategorisierung, ich gucke, dass ich das ein bisschen abkürze, ne? Das ist, glaube ich, die letzte Veranstaltung, 17 Uhr ist Ende, wir gucken, dass wir halbwegs pünktlich sind. Da sind so ein paar Folien drauf, die sind, glaube ich, auch eher so Juristenhirnen entsprungen, die versuche ich zu überspringen. Das ist ja standfest, ja. Wir haben eigentlich, also aus meiner Erfahrung, wenn ich aus Juristensicht mit Investor Relations zu tun habe und der Unternehmenskommunikation, dann merkt man sehr schnell, dass man so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen an die Sache rangeht. Nicht? Also Juristen, die haben so ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis und professionelle Kommunikationsleute, ich weiß nicht, ob die auch ein Sicherheitsbedürfnis haben, also immer wenn sie eins haben, dann ist es anders gepolt. Das ist sicher so. Und wir haben da mal versucht, so die Punkte etwas auf den Punkt zu bringen. Der Jurist konservativ und hat seine rechtlichen Vorgaben, die er gern einhält. Und wenn er irgendwo was nach außen gibt, dann sagt er im Zweifel eher auf der vorsichtigen Seite, hier steht negativ, also man muss jetzt nicht gleich mit negativ belegen, aber jedenfalls mal vorsichtig. Und wenn wir irgendwelche Dinge haben, wo wir sagen, da gibt es Verbote zu kommunizieren, dann am liebsten gar nichts sagen. Ne? Das macht die Investor Relations Leute nicht so glücklich, am Ende auch arbeitslos, ne? wenn das immer so wäre. Und wenn ich jetzt so aus unserer Wahrnehmung sage, ne, dass da eher kreatives Vorgehen gefragt ist, ne, dann ist das so aus Juristensicht so ein bisschen ein Euphemismus dafür, dass wir sagen, naja, das ist vielleicht manchmal aus rechtlicher Sicht dann etwas schwierig, ne? Und stößt vielleicht auch an rechtliche Grenzen. Die rechtlichen Grenzen sind wichtig auf der anderen Seite, glaube ich, und das steht da jetzt nicht oben drüber. Über den Interessen der Rechtsabteilung und über den Interessen von Investor Relations steht das Interesse des Unternehmens. Und ich glaube, die Juristen müssen sich bewusst sein, dass sie nicht die ganze Veranstaltung sind und die Investor Relations Leute müssen sich auch bewusst sein, dass sie nicht die ganze Veranstaltung sind und muss halt schauen, wie man irgendwo in diesem Geflecht miteinander zurechtkommt. Die Gebiete, bei denen das eine Rolle spielt, die sind da so etwas aufgeführt und die will ich dann auch in unterschiedlicher Tiefe so etwas nachher durchgehen.
Insiderhandelsverbote und Ad-hoc-Veröffentlichungspflichten ist eigentlich so der Kern der Sache, insbesondere deshalb, weil der Kernbegriff, nämlich die Insiderinformation, die betrifft beide Bereiche, und die Insiderinformation, die reguliert insbesondere auch, was an Ad-hoc-Veröffentlichungspflichten besteht. Das links unten, was da steht, das schwingt immer so etwas mit. Wir haben bestimmte allgemeine rechtliche Erfordernisse der Gleichbehandlung, die in gewissem Umfang es schwierig machen, Informationen selektiv an bestimmte Gruppen zu geben. Die Prospektpflichten, wenn wir da am Schluss dazu kommen, dann können wir vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, aber das ist ein Spezialfeld. Ja, also wenn Sie bei einer Kapitalerhöhung oder einem Börsengang Investor Relations betreiben, dann kriegen Sie da sowas, wo in der Regel Publicity Guidelines drüber steht, und das hat irgend sowas zwischen 20 und 30 Seiten, und da wird ein Sonderprogramm abgespult. Ja, das können wir in der Tiefe jetzt sicher im Moment nicht abdecken, das wäre dann mal ein separates Thema. Und wir haben rechts unten das Verbot der Marktmanipulation, auch in, sag ich mal, relativ engem Zusammenhang mit den Ad-hoc-Veröffentlichungspflichten und im Grunde eine Begrenzung, die einem auch einleuchtet, ich kann den Markt einer nicht durch falsche Informationen oder auch in manchen Fällen durch Unterlassen richtiger Informationen in eine bestimmte Richtung lenken, die der Realität nicht entspricht. Wenn zwischendrin es Fragen gibt, nicht, unterbrechen wir einfach. Nicht? Ich meine, wir sind wenige, und wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen, an manchen Punkten umso besser. Ja, anfangen mit den Insider-Handelsverboten, und da, wie schon erwähnt, nicht, der Kernbegriff, die Insider-Information. Wenn wir keine Insider-Information haben, dann sind wir nicht im Anwendungsbereich der Insider-Handelsverbote und im Übrigen auch nicht im Anwendungsbereich der Ad-hoc-Veröffentlichungspflichten. Der eine Begriff, der eigentlich letztlich immer in Frage steht, oder das eine Kriterium, das ist das vierte da auf der Liste, das ist die Eignung zur Kursbeeinflussung. Die konkreten Informationen, die spielen auch schon eine Rolle. Die spielen insbesondere eine Rolle, wenn Sie einen gestreckten Prozess haben. Ja, wenn Sie einen Unternehmensverkauf haben, aus dem Unternehmen raus, oder das Unternehmen möchte ein Unternehmen kaufen und der Prozess fängt an, dann würden wir sagen, am Anfang, da ist das alles nicht konkret genug. Nicht? Man weiß nicht, ob es wirklich zum Erfolg kommt. Wann das dann wirklich die erforderliche Konkretheit erreicht, das weiß niemand ganz genau, nicht? Und da kommen wir noch dazu, insbesondere im Zusammenhang mit ad hoc, wie man mit dieser Unsicherheit umgeht. Ja, aber letztlich bei der Konkretheit, würde ich sagen, da hat man oft dann auch ein Gefühl bei der Frage Preisbeeinflussungspotenzial, das ist eigentlich oft der Punkt, wo man sagt, na, da wird es jetzt wirklich schwierig. Das ist im Übrigen auch der Punkt, wo ich dann dem Unternehmen sage, ich kann es euch wirklich nicht sagen, da bin ich nicht der Experte. Wenn es da wirklich an der Grenze ist, ne, dann sollte man Leute fragen, die davon was verstehen, Investmentbanker, auch unternehmensintern die entsprechenden Abteilungen. Ja. Manchmal ist es ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber so etwas Erfahrungswerte gibt es schon. Nur ist auch die Frage, was heißt wesentliche Kursbeeinflussung, also erhebliche Kursbeeinflussung. Es gab vor vielen Jahren von der damaligen BaWe noch, das ist der Vorläufer der BaFin, Richtlinien, die versucht haben, das prozentual festzumachen. Und meiner dunklen Erinnerung nach stand da sowas drin mit 3-5%. Das hat die BaFin nicht wiederholt. Die gibt es nicht mehr, die Richtlinien sind nicht mehr in Kraft. Die BaFin weigert sich auch, da Prozentsätze zu nehmen, auch mit einer gewissen Berechtigung. Also, das Unschöne ist letztlich nicht, im Zweifel wird das im Nachhinein beurteilt. Ja, das heißt also, Sie stehen da und unter Umständen auch zusammen mit Ihren rechtlichen Beratern und müssen es beurteilen mit den Erkenntnissen, die Sie haben.
bevor sie die Veröffentlichung machen. Die BaFin guckt drauf, nachdem die Veröffentlichung da ist und sagt, aha, wir haben es jetzt gesehen, da wurde was veröffentlicht, der Kurs hat sich stark bewegt, das hätte aber schon eine Woche vorher veröffentlichen können, das war jetzt eine Woche zu spät, also das war offenbar eine Insider-Information. Ja, das ist so etwas ein Dilemma, nicht? Also man muss sich im Vorhinein einen Blick, ein Bild machen, was würde eigentlich passieren, wenn ich dieses Ding jetzt heute veröffentliche. Zum Beispiel, dass man beabsichtigt, das Unternehmen XY zu übernehmen, und was der Kurs dann tut. Wenn die Erwartung ist, dass der Kurs sich da in einer Weise bewegen würde, dass der fiktive, vernünftige Anleger, der diese Information jetzt hat, bevor sie veröffentlicht ist, dass der sagt, aha, jetzt mache ich aber schnell ein Aktiengeschäft, da kann ich einen Profit mitmachen. Ja? Das ist eigentlich so der Test dafür. Nicht? Also wenn der Anleger sagt, nicht, die Kosten für die Transaktion, nicht, die kriege ich da locker mit rein, die Unsicherheit, die ist es mir auch wert, ich mache jetzt was, ja? Ich verkaufe oder ich kaufe, so was, dann ist es, dann ist der Test für die Insider-Information erfüllt. Also mich würde interessiert hätte, wenn sich die BaFin das dann rückwirkend anschaut, setzt sie das in Relation zu den Märkten? Also wenn der Markt an dem Tag sowieso um 5% eingebrochen ist und meine Aktie eben auch um 5,1%, absolut. Wird es dann... Ja. Absolut. Die BaFin wird da hinterher drauf gucken und also angenommen, Sie haben da also einen relativ klassischen Fall, ne? Sie haben irgendwelche Quartalszahlen, ja, und da gucken Sie jetzt drauf und überlegen sich mal eine Pressemitteilung oder mache ich eine ad hoc drauf. Ne? Wird vom gleichen Begriff geregelt, wenn Insider-Information, dann ad hoc. Ne? Sagen Sie, das ist jetzt doch nicht so was Dramatisches, machen wir eine Pressemitteilung. Ja. Und die BaFin wertet das in der Tat aus, ja, und wertet das auch aus mit entsprechenden Filtern gegen die normale Marktbewegung. Und wenn sie da feststellt, da bewegt sich jetzt was signifikant und ich kann das auch linken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung und habe damit im Grunde die Kausalität festgestellt. Und ich kann im Grunde sagen, aha, der Markt hat auf diese Pressemitteilung unmittelbar reagiert und das war auch nicht das Grundrauschen, das an dem Tag ohnehin da ist, ne, sondern es war genau deshalb und es war jetzt auch nicht ein 0,5%, sondern ich sage mal, das waren jetzt mal 2 oder 3%. Ja, dann fängt die BaFin an nachzudenken, unter Umständen mal nachzufragen, warum das jetzt eigentlich eine Pressemitteilung war und keine ad hoc. Insiderpapiere, also ich meine, das klassische Papier ist die Aktie nicht, ein Bond kommt als Insiderpapier nicht so richtig in Betracht, solange das ein Straight Bond ist von einem DAX 30 Unternehmen, der bewegt sich in der Regel nicht so. Ja? Nun hat sich das in der Finanzkrise auch etwas geändert in der Wahrnehmung. Nicht? Also wenn Sie einen Bond nehmen, ich sage jetzt mal von der Richtung High Yield geht, nicht, da sagen wir mal Continental, ne, sowas, das hat sich jetzt auch etwas beruhigt, aber unmittelbar nach Schaeffler, ne, oder wenn Sie so ein Unternehmen nehmen, also sagen wir mal, das, wo Private Equity drauf sitzt, wie Kion oder sowas, nicht, ich meine, da kann ein Bond unter Umständen in einem relativ kurzen Zeitraum auch mal von 105 auf 80 gehen, ja, und dann kriegt das eine Größenordnung, wo das auch insiderrelevant werden kann. Ja. BaFin-Leitfaden steht meines Wissens aber dazu drin, dass bei Nicht-Dividendenpapieren die Ad-Hoc-Relevanz nur unter sehr engen Voraussetzungen, eigentlich nur dann, wenn die Gefahr besteht, dass die Zinsen oder gar die Rückzahlung des Papiers gefährdet sind. Und so sinngemäß habe ich das in Erinnerung. Ja. So steht es da in der Tat drin und ansonsten schweigt sich der Emittentenleitfaden zu den Zinspapieren aus. Das ist, glaube ich, deutlich unterbelichtet. Ja? Ich meine, also wenn Sie mal gucken, meinen Sie haben auf dem Markt Deutsche Bank Hybridpapiere, ne, die notieren bei, sage jetzt mal, 50%, haben einen variablen Coupon von 3,5% oder sowas, ne? Und sind ewig Läufer und jeder macht sich Gedanken, ob die Deutsche Bank die Dinger irgendwann zurückkauft. Angenommen, die Deutsche Bank würde
je die Entscheidung treffen, da irgend so ein Papier zurückzukaufen, dann ist das eine Insider-Information. Ja, also, ja, kein Zweifel. Gut, kommt es ein bisschen auf den Kurs an. Die Commerzbank zum Beispiel hat solche Dinger vom Markt, oder nicht vom Markt genommen, aber hat Rückkaufangebote gemacht für solche Hybridinstrumente, die, sage ich mal, 10% Aufschlag haben zum Kurs. Das ist eine Insider-Information. Gar kein Zweifel. Ja, 10%, ne, Abstand zum Markt. Klar. Ja. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht auswendig. Ne? Ja, aber man kann das nicht, also man kann diese, wenn es eine ganz normale also Senior Debt ist, eine Unternehmensanleihe, also eine Daimler-Unternehmensanleihe, die, sei jetzt mal, 3%, 5 Jahre Laufzeit, 3% Verzinsung und notiert bei 95%, da wird es schwierig, ne? Da wird es kaum jene Insider-Information geben. Ja, was ist für die Insider-Handelsverbot, nicht nur die Konsequenz? Sie dürfen mit den Dingern nicht handeln, aber das ist eigentlich auch nicht unser Thema, würden wir auch nicht unternehmen, sie dürfen auch nicht annehmen, aber sie dürfen auch nicht drüber reden. Ja? Also es gibt ein striktes Weitergabeverbot, das unbefugt ist unterstrichen, da gucken wir gleich noch drauf. Also da gibt es im Grunde eine Kommunikationssperre über diese Insider-Informationen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn man an ad hoc parallel denkt, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass es eine Insider-Information gibt? Denn eigentlich muss ich die ja gleich veröffentlichen und dann kann es die ja gar nicht geben. Ja. Eine berechtigte Frage, da kommen wir so ein bisschen nachher auch noch bei ad hoc zu, eigentlich zwei Hauptanwendungsfälle. Erstens mal kann ich mich unter bestimmten Umständen von der Veröffentlichungspflicht selbst befreien. Ja, unter Ad-Hoc-Gesichtspunkten, dann muss ich für einen bestimmten Zeitraum erstmal nichts sagen und es gibt trotzdem diese Insider-Information. Und dann kann es auch sein, dass diese Insider-Information sich gar nicht auf mein Unternehmen bezieht, sondern auf ein anderes Unternehmen. Ja? Also wenn die Telekom als mal T-Online sich einverleiben will, wieder, also hat sie inzwischen nicht, aber als es wollte, nicht, dann kann es sein, dass die Transaktion für die Telekom so klein ist relativ, dass das bei der Telekom keine Insider-Information ist. Das ist bei T-Online eine Insider-Information. Oh. Für die Telekom gibt es deshalb auch keine Ad-Hoc-Pflicht. Die Telekom ist nur Ad-Hoc-pflichtig für die Insider-Informationen, die ihr Unternehmen betreffen. Ja. Trotzdem, nicht, wenn die Entscheidung erstmal gefallen ist, der Plan besteht, ne, und eine gewisse Konkretheit besteht, dann hat das möglicherweise schon den Charakter einer Insider-Information, die aber nicht zu veröffentlichen ist, erstmal, ja, sondern gegebenenfalls dann später zu veröffentlichen ist. Ja, Insiderrechte, wie mancher andere Bereich, auch über den wir sprechen, insbesondere auch Marktmanipulation, ist strafbewehrt. Nicht? Also die Dinge, die da sollte man in der Tat mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Und ich mache noch mal ein paar Beispiele. Das ist auch kein totes Recht. Ja, also die Zahl der Ermittlungsverfahren in dem Bereich, die ist nicht ganz unerheblich. Ja, und dann kennen Sie möglicherweise, wenn Sie dann Insider sind in Ihrem Unternehmen, dann wird da ein Insiderregister geführt und dann stehen Sie da drauf und im Zusammenhang damit sollten Sie auch nochmal speziell belehrt werden, was das alles bedeutet. Das heißt, Sie sollten an sich nicht Insider sein, ohne dass Sie es wissen. Ja? Wenn alles ordentlich abgewickelt ist und das ist auch gut so, ne, dann, denn wenn Sie unbewusst da dann anfangen, Aktien zu handeln, ne, dann ist das auch keine sehr angenehme Situation. Ja? Ich kann noch mal kurz zurückspringen. Sie hatten vorhin die Selbstbefreiung angesprochen. Die kommt ja häufig in M&A-Transaktionen zum Tragen, wenn noch Vertragsverhandlungen stattfinden. Was ist da eigentlich Ihre Erfahrung? Ist die BaFin da noch relativ großzügig, was zur Selbstbefreiung anbelangt? Oder hat das so etwas abgenommen, was den Zeitraum anbelangt oder auch die Fälle, zu denen so eine Selbstbefreiung überhaupt noch möglich ist? Also ich glaube, es gibt da relativ
klare Konstellation, wo man sagt, da kann man keine Selbstbefreiung machen. Ja. Bei allen Fällen, wo ich jetzt sagen würde, da kann man mal lang drüber nachdenken. Aber habe ich es nie erlebt, dass die BaFin es im Nachhinein in Frage gestellt hat. Die BaFin kriegt das ja gemeldet. Ja. Also wenn ich dann die Ad-hoc mache irgendwann, dann geht eine Meldung an die BaFin, ne, dass es da eine Selbstbefreiung gab. Damit habe ich nie Ärger gehabt. Umgekehrt, wenn ich keine Selbstbefreiung mache, dann gibt es durchaus öfter, dass die BaFin fragt, hättet ihr nicht die Ad-hoc früher machen müssen. Mein Rat ist nach wie vor, im Zweifel eine Selbstbefreiung zu machen. Ja, und das hat eigentlich bisher auch ganz gut funktioniert. Ja. Was nicht funktioniert, ist zum Beispiel zu sagen, also ich habe jetzt einen Vertrag geschlossen, aber wir wissen alle noch nicht, nicht also ob der wirklich durchgeführt werden wird oder nicht, und jetzt mal eine Selbstbefreiung. Also da gibt es einfach Sachen, wo man sagen muss, naja, also Leute, da gibt es jetzt einfach einen abgeschlossenen Sachverhalt. Ja, und mit dem muss ich jetzt raus, nicht, der ist nicht mehr selbstbefreiungsfähig. Mhm. Ja, aber in all den Konstellationen, die Sie ansprechen. Also ich hab eben noch nicht den abgeschlossenen Sachverhalt, ich habe meine M&A-Transaktion, ich habe meinen Bewertungsvorgang, der ist noch nicht abgeschlossen, der Vorgang, da hat die BaFin das nie in Zweifel gestellt, also ich habe es nie mitgekriegt. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Konstellation an und es gibt natürlich auch mal Sonderkonstellationen. Also die klassischen Fälle sind, glaube ich, wirklich, also, oder sagen wir, die aus meiner Praxis klassischen Fälle sind die gestreckten M&A-Vorgänge und gestreckte Bewertungsvorgänge. Das sind absolute Klassiker, nicht? Und da ist man sicher auf der sicheren Seite im Zweifel Selbstbefreiung als länger zu warten. Ja, und dann gibt es sicher auch mal Tatbestände, wo ich mir vorstellen kann, dass die BaFin sagt, das ist ein bisschen untypisch, da wollen wir mal nachhaken. Ja. Kann ich mal fragen, welche Form die Selbstbefreiung hat und wer erteilt die? Also muss das immer der, also wesentlich beteiligt, muss die unterschrieben werden und hinterlegt? Ja, die, wie bei jeder anständigen Frage, höchst umstritten im juristischen Bereich, also ich sage jetzt erstmal so, wie ich sehe, nicht? Also aus meiner Sicht muss es eine Entscheidung geben im Unternehmen, ja? Und für das, wenn wir keine andere Zuordnung getroffen haben, ist dafür der Vorstand zuständig. Größere Unternehmen und auch manche mittelgroßen Unternehmen haben dafür spezielle Ausschüsse gegründet. Und das können sie auch machen, da muss aber nach Auffassung der BaFin ein Vorstand drin sein. Und in der Regel ist der Finanzvorstand mit drin, wenn sie sowas haben. Und dort wird dann die Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, die würden wir auch immer dokumentieren. Das ist auch schon deshalb anzuraten, weil sie, wenn sie hinterher die Ad-hoc machen, der BaFin sagen müssen, wer hat wann was, warum getan. Und wenn sie da ein Papier haben, tun sie sich deutlich leichter. Und sie brauchen dann auch ein System zur Überprüfung dieser Selbstbefreiung, das heißt, sie müssen dann, und also wir machen das in der Regel so, dass wir sagen, da wird jetzt Herr A und Frau B ernannt, nicht? Und die gucken regelmäßig drauf, ob die Voraussetzungen immer noch da sind. Nicht? Und dann nehmen sie zum Beispiel jemanden aus der Rechtsabteilung und jemanden irgendwo aus einer operativen Abteilung, die damit befasst sind und unter Umständen auch jemanden in der Tat aus Investor Relations und die gucken einfach drauf, ob die Voraussetzungen weiterhin noch da sind. Ja? Das ist eigentlich auch der klassische Weg, wie das gemacht wird. Es gibt in dem großen Komplex Schremp, auf den wir nachher noch kommen, also Rücktritt von Herrn Schremp mit inzwischen 2 BGH-Entscheidungen, mehreren Oberlandesgerichtsentscheidungen,
einem Bußgeldverfahren in Frankfurt, einem Musterverfahren in Stuttgart und einer Vorlage an den EuGH. Im großen Komplex hat das OLG Stuttgart, als sie zuletzt mit befasst waren, gesagt, die Selbstbefreiung tritt von selbst ein. Die bedarf nicht einer Entscheidung. Halte ich für falsch. Ja, wird, glaube ich, auch nicht so stehen bleiben. Wir wissen es im Moment nicht, weil der BGH als nächste Instanz erstmal sich nicht mit der Frage befasst hat, sondern erstmal an den EuGH gegeben hat. Der EuGH entscheidet über andere Fragen erstmal im Herbst voraussichtlich, dann geht es wieder an den BGH zurück und dann sind wir alle gespannt, was da auch kommt. Aber es ist nicht handhabbar, meines Erachtens, nicht zu sagen, das tritt von selbst ein. Auch deshalb, weil das Unternehmen aus meiner Sicht ganz bewusst selber die Chance haben muss zu sagen, wir wollen Selbstbefreiung oder wir wollen nicht Selbstbefreiung. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Zwang zur Selbstbefreiung. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt raus und publiziere. Ja, unbefugt mal, also aus Ihrer Sicht ist eigentlich der mittlere Textblock entscheidend. Ich muss mal sagen, also aus Ihrer Sicht als Investor Relations Leute, es ist immer unbefugt. Ja, die Fälle, wo die Weitergabe der Insider-Information befugt ist, mit denen behaupte ich mal thesenmäßig, mit denen kommen Sie eigentlich nicht in Berührung. Ja, denn das sind keine Fälle, wo es nur um Kommunikation geht, sondern da geht es zum Beispiel darum, dass ich sage, also ich möchte ein Übernahmeangebot machen und möchte vorher einem Paketinhaber Aktien abkaufen. Wenn ich zu dem hingehe, dann muss ich dem sagen, ich möchte ein Übernahmeangebot machen. Das ist befugt, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ich kann sonst gar nicht agieren und das Agieren als solches ist erlaubt. Also ist das im Grunde in dem Umfang unerlässlich. Die normale Kommunikation mit dem Markt, mit Investoren, die wird man nie als unerlässlich ansehen und die wird immer unbefugt sein. Ja, ein paar Fälle, also Landgericht Bonn, das ist im Grunde an Banalität, jedenfalls im Nachhinein, nicht zu überbieten. Wenn ich eine Insider-Information habe, nicht, und ich gebe sie halt einmal weiter, und da kauft jemand Insider-Papiere, das ist strafbar. Nicht? Man soll es nicht tun. Das ist ganz erstaunlich. Den Landgericht Bonn-Fall, den kenne ich nicht, aber was ich kenne ist, ne, ist, dass da vor einer Übernahme, da gibt es irgendwo ein Familientreffen, nicht, und da sitzen sie im Garten irgendwo zusammen und dann, ja, nicht, und dann redet man halt so und dann redet halt da einer mit seinem Schwager über die Transaktion. Der Schwager hat nie eine Aktie gekauft, das macht er am nächsten Montag, ne, der geht zur Bank, eröffnet zum ersten Mal in seinem Leben ein Wertpapierdepot und kauft Aktien an dem Target. Ja, und man muss sich das von hinten her denken, was passiert denn da? Naja, irgendwann wird die Transaktion öffentlich und die BaFin guckt sich das Ding an. Und was stellt die BaFin fest? Ich meine, dass der Schwager nicht der Einzige war, sonst würde sie es nie rauskriegen. Aber der Schwager war nicht der Einzige, komischerweise. Und der Kurs, der hat keine scharfe Abrisskante. Ja, scharfe Abrisskanten, die sind immer schön. Nicht? Also wenn der Kurs da unten so entlang kommt und dann kommt die Ad-Hoc und dann springt der da hoch. Ne? Und dann geht er da oben weiter. Alles wunderbar. Aber was macht der Kurs stattdessen? Ja, der geht so langsam nach oben. Ne? So, und dann kommt da noch so ein kleiner Sprung. Und das guckt sich die BaFin an. Nicht? Und das legt sie wiederum gegen den Markt. Ja, guckt, nicht, was hat denn der Markt gemacht in dem Zeitpunkt? Und sagt sie, aha, ne, da hat was geleakt. Ja. Und dann holt sich die BaFin, ist die einzige Stelle, die alle Informationen über alle Trades hat. Ja, die werden alle der BaFin gemeldet in Volldaten. Die BaFin hat ziemlich gute Software, die lässt die Software da drüber laufen mit verschiedenen Filtern. Also erst geht es ja ins Unternehmen. Das Unternehmen kriegt einen Fragebogen und sagt, wir machen ein Insider-Ermittlungsverfahren, geben uns bitte Auskunft, wer hatte Informationen zu welchem Zeitpunkt über die Transaktion. Ja, so. Und dann kriegen Sie unter Umständen da von Ihrem Unternehmen eine nette Aufforderung, also wir haben da die Fragebogen von der BaFin und Sie hatten ja diese Informationen und jetzt sagen Sie uns mal, und wer hatte denn von Ihnen noch die Informationen und so, kriegt die BaFin erstmal ein Raster von Leuten, die, sagen wir uns mal im Idealfall, also alle befugt davon wussten, weil sie das im Unternehmen ganz legitim diese Informationen hatten. Und jetzt werden die Personen gefragt,
wem sie es denn vielleicht noch sonst gegeben haben, und dann lässt die BaFin die Informationen, die sie hatte, die Adressen und alles, die lässt sie über die Software laufen und sucht, ob es da Matches gibt. Nicht? Und wenn die Leute zufällig gleich heißen, ja, der Schwager blöderweise gleichen Nachnamen hat, dann ist es halt schwierig. Nicht? Wenn er anders heißt, was die BaFin auch hat, man ist jetzt das Hearsay, nicht, aber ich glaube sofort, nicht? Die BaFin gleicht Adressen ab. Wenn Sie mit Ihrem Nachbarn über den Zaun schwätzen, ja, und der wohnt direkt neben Ihnen, nicht, mit sowieso Weg 2 und 4, dann sagt die BaFin, hoppla, nicht, und der in 4, ich habe da jemanden, der hatte die Insider-Information, der wohnt in Nummer 2 und die Nummer 4 hat Aktien gekauft, da fragen wir doch mal nach. Ja. Wenn der Audi-Händler des Unternehmens, ja, das diese Insider-Information hat, wenn der plötzlich Aktien kauft, das ist jetzt eigenartig, ne? Dass der da plötzlich Aktien kauft, konkret passiert, ne? Es hat nie jemand rausgekriegt im konkreten Fall, warum der Audi-Händler die Aktien gekauft hat. Aber kann natürlich sein, ja, nicht? Und das ist sehr menschlich, da ist auch, gerade in dieser Familienfeier-Sache, nicht? Also der Mann, der das weitergibt, der hat nie daran gedacht, dass der Schwager Aktien kauft, glaube ich persönlich, ja. Nicht? Und das ist sehr menschlich. Ne? Und es fängt auch schon damit an, auch wenn keine Aktien gekauft werden. Sie kriegen den Fragebogen und sie werden gefragt, wem haben Sie das alles gesagt? Ja? Schreibt der Vorstand drauf, meiner Frau. Ja, das ist ja unter Umständen, also im konkreten Fall, das Zielunternehmen einer öffentlichen Übernahme. Ich würde ja sagen, das ist befugt, um ehrlich zu sein. Ne? Das kann die gesamte Lebensplanung betreffen. Ne? Ich finde, das ist auch nie, oder hat nie jemand hinterfragt. Ja? Aber Sie müssen sich überlegen, ne, dass Sie, wenn Sie Insider sind, unter Umständen irgendwann diesen Fragebogen kriegen und dass Sie den Fragebogen dann gern ausfüllen, ohne den roten Kopf zu kriegen. Ja? Und so sollte man an die Sache rangehen. Ne? Und das ist also das auch nicht unrealistisch, das passiert tatsächlich in der Praxis. Ja, ad hoc haben wir schon einiges gesagt. Alle Insider-Informationen müssen unverzüglich veröffentlicht werden. Wenn ich nicht in die Selbstbefreiung gehe, und insbesondere ich muss sie auch auf einem bestimmten Kanal veröffentlichen. Ne? Das ist für Sie, glaube ich, wirklich wichtig. Also auch wenn die Versuchung manchmal bestehen mag, jeder andere Kanal der Veröffentlichung ist gesperrt, bevor die Ad-Hoc-Mitteilung durch ist. Und die Ad-Hoc-Mitteilung, die erfolgt über elektronische Kanäle, das kennen Sie wahrscheinlich alles, da gibt es DGAP und Euro-Ad-Hoc, und die schicken das zunächst mal an die BaFin und an alle Börsen, damit die sich überlegen, ob sie den Handel aussetzen wollen. Das hat einen Vorlauf von einer halben Stunde, soweit ich weiß. Danach geht es routinemäßig dann weiter und wird verbreitet über alle möglichen Informationskanäle. Und wenn es dann raus ist, dann können Sie alles andere auch machen. Dann können Sie insbesondere auch eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der in viel netterer Form drinsteht, worum sich das eigentlich handelt, wo auch dann der Vorstand zitiert wird mit einem netten Statement, was alles in die Ad-Hoc nicht so richtig reinpasst. Nicht? Also die Ad-Hoc, die ist reguliert, auch inhaltlich reguliert. In die Ad-Hoc darf inhaltlich nur rein, was tatsächlich die preisbeeinflussende Information ausmacht und was die Möglichkeit gibt, dem Adressaten einzuschätzen, wie sich jetzt mit dieser preisbeeinflussenden Information verhält. Nicht? Das ist also ein kommunikationstechnisch nicht so wirklich ganz erfreuliches Instrument, ja, weil einfach wenig Spielraum besteht. Wichtig, die Selbstbefreiung, da gibt es einen Kriterienkatalog, hohe Anforderungen, ja, ich meine, sagen wir so, es gibt halt einfach Situationen, da ist es dafür geeignet, andere ist nicht geeignet, und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass die Anforderungen per se so schrecklich hoch sind. Ich mache das auf eigenes Risiko, ne? Also Selbstveranlagung heißt, ich treffe die Entscheidung selbst, ich kann nicht zu irgendjemandem gehen, ich kann natürlich mit der BaFin alles Mögliche erörtern. Allerdings, bei einer Selbstbefreiung, da weiß ich nicht, ob ich typischerweise zur BaFin vorher gehen würde und viel Fragen stellen würde. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Und wir haben manchmal gefragt, in der Tat, ob die BaFin in der Entwicklung einer Transaktion
der Meinung ist, dass da schon der Bereich der Insiderinformation anfängt. Aber das fragt man im Grunde einmal, dann ist es relativ ähnlich. Wir haben es gefragt, zum Beispiel bei, also auch als das Insiderrecht und Ad-hoc-Recht sich geändert hatte, von der Insider-Tatsache zur Information, wann eigentlich nach Auffassung der BaFin eine fortschreitende Bewertung eine Insider-Information ist. Ja, relativ früh. Ne? Also wenn die WPs kommen mit einem ersten Entwurf und den zum ersten Mal an den Finanzvorstand schicken, dann gehen sie mal sicherheitshalber davon aus, das ist damit eine Insider-Information. Ja? Und dann, da ich damit nun ganz sicher nicht rausgehen will, ja, meine Selbstbefreiung. Ja? Ja, keine Ad-hoc ohne Insider-Information. Die Ad-hoc ist kein Mittel zur Unternehmenswerbung. Ist aber auch kein, also passiert eigentlich auch nicht. Nicht? Und gerade in der Frage, also jetzt Quartalszahlen, mache ich da eine Ad-hoc? Und dann kommen Mandanten und sagen, nicht, also jetzt eine Ad-hoc machen, dann guckt man da zweifelnd drauf und sagt, na, wissen Sie, wenn Sie schon zweifeln, dann machen wir sicherheitshalber ein. Das ist so der Instinkt des Juristen, ne? Dann sagen die Mandanten, ja gut, aber dann kommt die BaFin und sagt, das war jetzt ein Missbrauch des Ad-Hoc-Kanals. Also, nee. Also, das ist wirklich, also wenn Sie legitimerweise zweifeln, ob das eine Ad-Hoc ist, dann wird die BaFin nicht hinterher kommen und sagen, also die Zahlen, die waren doch jetzt gar nicht, wichen doch jetzt gar von gar nichts ab. Nicht? Also das habe ich da auch nie erlebt. Nicht? Also umgekehrt, wenn das Unternehmen ganz genau weiß, da ist überhaupt nun gar nichts dran, was den Markt irgendwie interessiert, aber ich möchte mich interessant machen, ja, dann sollte man es halt nicht tun. Ne? Dann sollte man einen anderen Weg der Kommunikation suchen als Ad-Hoc. Ja, Ad-Hoc-Pflicht trifft den Emittenten, diesen Sonderfall da, also vergessen Sie es nicht, kommt in der Praxis ab. Theoretisch kann jemand, der im Auftrag des Emittenten handelt und eine Insider-Information kriegt, selber auch mal ad-hoc-pflichtig werden. Also ich kenne keine einzige ad-hoc, die je in so einer Situation von jemand anderem als dem Unternehmen gemacht worden ist. Wenn jemand je einen Zweifel hätte, ob er selber muss, dann geht er zum Unternehmen und sagt, ich habe da gewisse Zweifel, nicht, also solltest du nicht vielleicht. Nicht? Also das kommt eigentlich nicht wirklich vor. Ja, Daimler Schrempf schon erörtert, nicht, worum geht es im Kern. Nicht? Also klassischer Fall, so ein gestreckter Vorgang. Herr Schrempf kriegt immer mehr Gegenwind, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Hat eine ganz hässliche Hauptversammlung im April 2005 und fängt an, darüber nachzudenken, ob er niederlegt. Und wie das halt in der Praxis also ist, dann spricht er erstmal mit Herrn Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender. Dann entwickelt sich das weiter, ne? Dann spricht der Kopper vielleicht mal mit seinem Präsidialausschuss, der zuständig ist, und denkt mal weiter nach, und wie kriegt man es hin, und irgendwann verzichtet sich das Ganze, das sehen Sie, das ist dann im Juli 2005, so an zwei Tagen, 27. 28. Juli, am Ende steht in der Beschluss des Plenums zum Ausscheiden samt ad hoc, und der Kurs der geht daraufhin ziemlich durch die Decke nach oben. Wie gesagt, beschäftigt die Gerichte seither im Grunde alles unter der Überschrift, wann hätte die Ad-Hoc erfolgen müssen. Ja, wir sehen es hier, nicht? Erfolgt war sie nach dem Beschluss des Plenums, 10.30 Uhr, Beschluss war 9.50 Uhr. Das ist, okay, das ist aber auch bei dem zeitlichen Abstand nicht komplett ausgeschlossen, dass die BaFin fragt, warum 40 Minuten später. Ja, also wenn Sie wirklich so einen ganz zugespitzten Vorgang haben, wo Sie wirklich sagen können, jetzt ist es soweit, dann sollte man wirklich gucken, dass die Ad-Hoc dann aber auch pronto abgesetzt wird. Ja, und sollte sich auch so vorbereiten, dass die pronto abgesetzt wird. Aber die ist veröffentlicht worden, da haben Sie recht. Also die haben die. Die halbe Stunde Zeitverzug, ja. Drin. Ja, ist das stimmt. Völlig richtig. Völlig richtig. Ja. Ja. Nee. Ja. Ich nehme alles zurück. Die muss. So, ja, doch, ja. Die, stimmt. Die muss abgesetzt worden sein, praktisch mit Beschlussfassung. Genau. Also das war insofern war es völlig korrekt. Die einzige Frage war, war 9.50 Uhr wirklich der Ad-Hoc-Zeitpunkt?
Oder war es ein Tag vorher? Oder war es vielleicht 2 Monate vorher oder sogar 3 Monate vorher? Und ja, das geht jetzt hoch und runter zwischen den Gerichten seit Jahren. Das Letzte, was wir haben, ist das Votum des Generalanwalts, oder ich glaube, es war eine Generalanwältin beim EuGH. Man denkt das beim EuGH. Und zwar genau zu der Frage, wann ist bei gestreckten Tatbeständen die hinreichende Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist die Vorlagefrage, die der BGH gestellt hat. Und der BGH, der hat es im Grunde darauf zugespitzt, ob es bei diesen gestreckten Vorgängen eigentlich nur das Endresultat, also hier Rücktritt Schrem, relevant ist, oder ob auch Zwischenschritte relevant sein können. Wie zum Beispiel, Schrem geht zu Kopper. Ja. Das ist ein ewiger Streit. Letztlich sollte der Streit nicht so relevant sein. Nicht? Denn auch wenn ich sage, Zwischenschritte sind relevant, dann sind die Zwischenschritte möglicherweise als solche eingetreten. Ja? Also bei einer M&A-Transaktion, ich habe zum Beispiel die Investmentbank beauftragt. Ja? Kann ich sagen, okay, das ist jetzt eine Tatsache, die kommt möglicherweise auch als Insider-Tatsache in Betracht. Aber ich muss immer noch fragen, ist jetzt eigentlich das, was kursrelevant sein wird, nämlich die Transaktion, ist die hinreichend wahrscheinlich? Ja? Und das ist immer noch die Frage. Und da, mal gucken, ob das hier mit drauf ist. Ja, das ist jetzt vom Generalanwalt das Votum. Das, was jetzt in dem Votum steht, das schwer auszulegen ist in Teilen, das deutet allerdings darauf hin, dass wenn der EuGH diesem Votum folgen wird, und in der Regel folgt der EuGH dem Votum, dass wir dann eine Vorverlagerung der Ad-hoc-Tatbestände haben werden. Ja, denn, und das ist insbesondere das, was hier unten steht, nicht? Also das mit den Zwischenschritten, sagen, das ist eine nicht so das Entscheidende, aber hier sagt er, verlangt nicht, dass mit überwiegender oder hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, nicht? Und kommt hier das Entscheidende, sofern die Information in hohem Maße geeignet ist, den Aktienkurs zu beeinflussen, reicht es aus, dass der Eintritt des künftigen Umstands oder Ereignisses weder unmöglich noch unwahrscheinlich, wenn auch offen ist. Das heißt im Grunde, wenn Sie da wirklich so einen Hammer haben, wo Sie wissen, da springt der Aktienkurs aller Voraussicht nach so richtig, ja, dann reduziert das die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit. Dann müssen Sie mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit schon eine Ad-hoc machen oder eine Selbstbefreiung. Das wird, glaube ich, dazu führen, wenn das jetzt geltendes Recht wird, dass wir mit den Selbstbefreiungen weiter nach vorne gehen. Ja, ist letztlich auch kein Problem, mein Gott, dann fangen wir halt an. Also heutzutage würde man sagen, es gibt den Emittentenleitfaden, ja, nicht, der sagt, also Beauftragung von irgendwelchen Dienstleistern, das ist noch nicht so weit, das ist nicht hinreichend wahrscheinlich. Due Diligence auch noch nicht für sich genommen, wenn Sie ein Letter of Intent haben, dann kommt es darauf an, was da so ein bisschen drinsteht, und dann können wir es eigentlich so genau einstellen. Jetzt würde ich sagen, ja, also wenn das hier drinsteht, nicht, dann fange ich aber mit der Beauftragung der Anwälte, ist das Erste, was ich den Mandanten sage, nicht, und mach bitte gleich eine Selbstbefreiung. Nicht, weil wenn ihr mich beauftragt, nicht, dann ist es jedenfalls mal offen, nicht, also ihr seid bereit, Geld in die Hand zu nehmen, nicht, und so wie ich die Transaktion einschätze, die potenziell hohes Kursbeeinflussungspotenzial, nicht, dann sind wir schon dabei. Ja, das eigentlich zu Atom. Ja, wir sollten vielleicht noch so ein paar typische Fälle, die Sie auch betreffen, ein bisschen drauf gucken, nicht, unter dem Gesichtspunkt Ad-hoc Guidance. Ja. Guidance, alles wunderbar, nicht, machen viele Unternehmen, ne, für die Resultate. Nicht, und die Planung als solche veröffentlicht meiner Meinung nach praktisch kein Unternehmen. Die Planung ist auch keine Insider-Information. Und zwar, das sagt zwar keiner genau, aber die einzige Theorie, die man sich dazu vorstellen kann, ist, dass man sagt, eine Planung ist Schall und Rauch. Nicht? Also, ich meine, ob das wirklich eintritt und wenn ja, in welcher Weise, weiß kein Mensch, nicht? Das ist nicht hinreichend konkret. Ja? Denn dass eine Planung an sich, wenn ich sie veröffentlichen würde, Kursbeeinflussungspotenzial hat, nicht? Da ist es eigentlich schwer dran vorbeizukommen. Nicht? Aber trotzdem, also ganz traditionelle Auffassung, die Planung des Unternehmens und auch das Budget fürs laufende Jahr ist keine Insider-Information. Wird nicht, sonst müsste ich sie ad hoc veröffentlichen. Keiner tut es, keiner hat sich beschwert. Schließen wir draus, ist nicht. Nun machen die Unternehmen trotzdem Guidance und das ist auch völlig okay. Ich kann damit rausgehen. Ich kann sagen, wir erwarten Folgendes. Auch noch
unproblematisch. Die erste Guidance wird in der Regel auch keine Ad-hoc-Information sein, aber wenn Sie die erstmal draußen haben, dann sind Abweichungen davon unter Umständen ad-hoc relevant. Ja, das heißt, Sie unterlassen damit einfach einen Footprint im Markt und der Markt stellt sich darauf ein, das ist jedenfalls die Theorie, und wenn Sie dann davon abweichen, je nachdem, wie hoch die Abweichung davon ist, dann wird unter Umständen ad hoc fällig, und das muss man sich halt dann vorher überlegen, ob das in der konkreten Situation gut ist, und auch natürlich für den Inhalt der Guidance sich überlegen, in welchem Rahmen man sich da bewegen will, um ad hocs dann halt gegebenenfalls auch zu vermeiden, also jedenfalls zu häufige. Ja. Ein anderer häufiger Fall, personelle Änderungen. Ja, Schremp ist ein Beispiel, aber es gibt jetzt auch weniger spektakuläre Fälle. Das normale Vorstandsmitglied, das aus Altersgründen ausscheidet, und jeder wusste davon, das ist keine ad hoc. Ja. Wenn der Vorstandsvorsitzende unerwartet ausscheidet, dann ist es in der Regel ad hoc. Und dazwischen drin bewegt sich das irgendwo. Die BaFin guckt sich auch das an. Ja, also Finanzvorstand wechselt das Unternehmen und der Kurs bewegt sich und da gab es keine ad hoc, dann kriegen sie einen Brief von der BaFin, die fragt, warum eigentlich nicht. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Und auch da ist es halt wieder so, die BaFin hat immer den großen Vorteil, die sieht, was passiert ist. Die weiß ja, ob sich der Kurs bewegt hat. Sie wissen es vorher unter Umständen nicht. Und wir als Anwälte würden im Zweifel halt sagen, naja, wenn wir jetzt schon eine halbe Stunde darüber diskutiert haben, ob sich der Kurs bewegt, ja, dann ist es wohl zweifelhaft genug, dann machen wir halt vielleicht doch besser eine Ad-Hoc. Ja, bei sowas. Ja. Ja. Gerüchte. Auch ein sehr schönes Thema. Ich habe eine E-Mail mal mir mit hineingedrückt, die habe ich gekriegt vor ein paar Wochen, und das ist eigentlich ein typischer Fall. 21.01 Uhr kommt die an, heißt: Lieber Herr Stefan, bin gerade auf Ihrer Vodafone-Mailbox gelandet. Ja, Sie hören den leicht vorwurfsvollen Unterton. Ne? Ja, geht um eine WPAG-Frage. Konkret, es gibt einen Zeitungsartikel über eine angeblich anstehende Transaktion. Zwar haben wir uns das mal angeschaut, aber es ist heute unwahrscheinlich, dass es zu dieser Transaktion kommt. Und wir waren auch in der Vergangenheit nie bis zu einer wahrscheinlichen Transaktion gekommen. Demnach besteht aus unserer Sicht keine Ad-Hoc-Situation. Allerdings werden wir von den Zeitungen belagert und morgen früh ist Bilanzpressekonferenz. Können wir sagen, kein Kommentar, oder sind wir verpflichtet, ein falsches, aber potenziell kursbeeinflussendes Gerücht aus der Welt zu schaffen? Ja, absoluter Klassiker. Gerüchte, das ist fast schon ein philosophisches Problem. Nicht? Also kann ein Gerücht eine Insider-Information sein? Unter den Juristen sind die Meinungen gespalten, und also ich bin der Auffassung, ein Gerücht als solches kann eigentlich keine sein. Das ist auch noch so die leicht überwiegende Meinung, aber es gibt eine genauso starke Meinung, die sagt, ein Gerücht kann eine sein. Die geht meines Erachtens von falschen Voraussetzungen aus. Nicht ein Gerücht bezieht sich ja auf irgendwas, was es in der Realität angeblich gibt. Nicht? Und entweder gibt es das wirklich oder es gibt es nicht. Ja? Und wenn es das wirklich gibt, dann ist die Frage, ob es das, was da wirklich gibt, hinreichend wahrscheinlich ist. Und wenn es hinreichend wahrscheinlich ist und kursbeeinflusst, ist eine Insiderinformation. Das ist im Übrigen auch völlig unstreitig. Ja? Wenn das Gerücht einen Tatsachenkern hat, dann, und der Tatsachenkern als solcher die Kriterien für die Insider-Information erfüllt, dann bin ich im Anwendungsbereich ad hoc. Wenn das Gerücht überhaupt keinen Tatsachenkern hat, also einfach schlicht unwahr, ja, dann ist es möglicherweise trotzdem kursbeeinflussend. Ja, das ist völlig klar. Der Markt bewegt sich auch mit unwahren Gerüchten. Das ist einfach so. Nur wenn ich als Unternehmen jetzt Kenntnis erlange, dass es im Markt ein unwahres Gerücht gibt, auch wenn dieses unwahre Gerücht kursbeeinflussend ist, dann ist das aus meiner Sicht für das Unternehmen kein Ad-Hoc-Tatbestand. Und um ehrlich zu sein, in der Zuspitzung behauptet das auch, glaube ich, wirklich keiner. Ja. Dass ein Unternehmen für sich das zufällig mitkriegt, dass über das Unternehmen unwahre Gerüchte im Umlauf sind, darauf reagieren muss, eigentlich nicht Stand der Dinge. Muss das Unternehmen nicht. Auch,
auch wahre Gerüchte, und auch das ist, glaube ich, noch relativ belastbar nach wie vor, auch wahre Gerüchte muss das Unternehmen nicht kommentieren. Ja? Wir müssen nur was sagen, wenn der Tatsachenkern selber ad hoc pflichtig ist, dann hätten wir aber schon vorher darüber nachdenken müssen, ne? Also bevor sie darüber hören, dass der Markt das jetzt auch noch weiß. Also insofern ist der Begriff des Gerüchts aus meiner Sicht nicht wirklich selbstständig relevant für das Unternehmen. Und in der Tat, also auch hier im konkreten Fall, war der Rat, also wenn die da sagen wollen, kein Kommentar, und wenn die zugrunde liegende Tatsache nicht als solche ad hoc pflichtig ist, dann ist kein Kommentar wunderbar möglich. Ja. Wenn Sie was dazu sagen wollen, dann soll es richtig sein. Es gab vor langen, langen Jahren mal einen E.ON-Fall, wo ich mich dunkel daran erinnere, wo E.ON gefragt wurde, wollen Sie denn da das Unternehmen übernehmen? Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und aber da gab es, also es kam später auch dazu. Also der Versuchung, sich Anfragen dadurch zu erwehren, dass man einfach schlicht die Leute anlügt, das, also aus rechtlicher Sicht, na, tun sie es nicht. Na, also es ist, die Weiterungen, die es haben kann, sind einfach nicht überschaubar. Ja, da kommt hinterher einer und sagt, das war Marktmanipulation. Ja, und auch an Marktmanipulation hängen Straftatbestände. Und das kann auch wirklich im besten Wissen passiert sein, aber wenn ich mich mal in die Situation begebe, wo ich hinterher nicht mehr mit einem Straight Face sagen kann, ich hab das gemacht und habe es deshalb gemacht und aus meiner Sicht war das auch inhaltlich alles völlig richtig, dann begebe ich mich in einen sehr schwierigen Bereich. Ja, wir haben schon kurz nach 5, ich glaube, wir können auch vielleicht ein bisschen noch auf Marktmanipulation gucken. Ja, Zweck ist eigentlich einsichtig, nicht? Man soll keine Infos in die Welt setzen, die den Kurs in irgendeine Richtung treiben durch zwei Dinge, entweder ich sage aktiv was Unrichtiges oder ich müsste an sich was sagen und sage nichts. Nicht? Also unterlassene Ad-Hoc-Mitteilungen sind ein potenzieller Anwendungsfall der Marktmanipulation. Die Situationen, die kennen Sie sicher auch, nicht, wo man irgendwo in die Richtung kommt, zu sagen, jetzt nehmen wir vielleicht mal ein paar Sachen vorweg oder wir brauchen jetzt einmal mal ein bisschen was für den Kurs und sagen einfach, wir haben da einen dollen Vertrag geschlossen, aber in Wirklichkeit war der Vertrag halt ohne großen Inhalt. Ich glaube, man sollte sich einfach bewusst sein, in all diesen Dingen, ne, es gibt dahinter so ein bisschen ein rechtliches Regelwerk, das sagt, wenn das, was ich da in die Welt bringe, egal auf welchem Weg, in der Presseinformation, was auch immer, wenn das Potenzial hat, den Kurs zu bewegen, dann muss es richtig sein. Und richtig heißt nicht nur rein verbal richtig, es darf auch nicht irreführend sein. Ja. Ja, IKB-Fall, relativ drastischer Fall, auch, ups, wo sind wir jetzt hier? Ja, ein relativ drastischer Fall, auch der hat die Gerichte jetzt mehrfach befasst. Das war letztlich vor dem Zusammenbruch der IKB-Fall und auch der Anlass des Zusammenbruchs. Die IKB war wie viele andere Institute im Subprime-Mortgage-Bereich investiert über irgendwelche Vehikel, zum Teil Off-Balance-Sheet, irgendwelche Conduit-Produkte, die sich auch nicht direkt abbildeten im Rechenwerk. Und die Lawine rollte an. Ne? Die Lawine rollte an über Ratingagenturen und über Pressemeldungen und also auch von verschiedenen Ecken. Und das Institut sah sich mehr und mehr in die Presse, in die Ecke gedrängt, nicht? Weil auch Vermutungen existierten, in welchem Umfang es da Exposure gab. Und dann gab es eine Pressemitteilung am 20. Juli 2007, die im Wesentlichen den Inhalt hatte, von Unsicherheiten am US-Hypothekenmarkt wenig betroffen. Da stand dann, glaube ich, noch sowas drin mit einem einstelligen Millionenbetrag. Und aber so, das war
das war nur bei einer ausgesprochenen sophistischen Auslegung dieser Pressemitteilung richtig. Also wenn man gesagt hätte, schlägt sich das unmittelbar in ihrer Bilanz nieder, ne, dann wäre das möglicherweise richtig gewesen als Aussage, weil das einfach an Off-Balance-Sheet-Vehikeln hing und an Conduit-Produkten. Allerdings, all diese Produkte, die klappten irgendwann um, die mussten auch irgendwann auf die Balance Sheet genommen werden, weil einfach deren Bedingungen so waren, dass dann, wenn die unter Wasser kamen, plötzlich das alles auf die Bilanz kam. Nicht? Und also, wenn man das Ganze im Lichte aller Umstände sah, dann war diese Aussage einfach grob irreführend. Ja? Und gut, am Ende aller Tage, also nicht weiter verwunderlich, unter dem Stichwort Marktmanipulation gab es letztlich eine strafrechtliche Verurteilung von Herrn Ortseifen, Vorstandsvorsitzender, und auch unter dem Gesichtspunkt jetzt sehr neu unterlassene Ad-Hoc-Mitteilung eine Verurteilung zu Schadenersatz. Ja, wir haben die Parallelität zivilrechtliche Haftung, strafrechtliche Haftung, viele der kapitalmarktrechtlichen Tatbestände führen bei Verletzungen nicht unmittelbar zu Schadenersatzansprüchen, die Marktmanipulation zum Beispiel nicht. Ja, hat der BGH jetzt bei der Gelegenheit auch entschieden, aber unterlassene Ad-Hoc-Mitteilungen gibt es einen spezifischen Schadenersatztatbestand, auch irreführende Ad-Hoc-Mitteilungen, das heißt also, wenn ich eine Ad-Hoc-Mitteilung unterlasse oder wenn sie falsch ist, dann hängt daran für das Unternehmen zunächst mal Schadenersatz. Reduzierte Haftungsgefahr bei Pressemitteilung deshalb mit Vorsicht zu genießen. Ja, also die Haftungsgefahr besteht möglicherweise nicht unter dem Gesichtspunkt oder nicht so stark unter dem Gesichtspunkt Marktmanipulation. Dafür besteht sie dann unter dem Gesichtspunkt unterlassen ad hoc. Ja, also wenn es letztlich wirklich den kursbeeinflussenden Bereich erreicht, dann ist jede Art von falscher Mitteilung also durchaus auch immer haftungsgefährdet. Im Übrigen, wenn es vorsätzlich war, nicht, und hier sprach auch alles dafür, dass es vorsätzlich war, dann sehen Sie ohnehin immer in der Haftung. Ja, der Haftung der Zivilrechtlichen entkommt man allenfalls nicht, wenn man sich nur im fahrlässigen Bereich bewegt. Ja, die Prospektpflichten, die würde ich glatt überspringen. Und eigentlich nur noch eines kurz mit Ihnen erörtern wollen, Selective Disclosure, da gibt es US-Regeln, die brauchen wir jetzt auch nicht machen. Selektive Weitergabe nach deutschem Recht. Wir haben an sich keine spezifischen Regeln. Wir haben Gleichbehandlungsgebote, die erfassen das, sage ich jetzt aber mal, die erfassen das nicht. Ne? Das Aktienrecht verlangt von Ihnen nicht, dass Sie jede Information gleichzeitig an jeden geben. Ja? Sie können aktienrechtlich ohne weiteres Finanzanalysten ohnehin Infos geben, sind keine Aktionäre, das betrifft nicht das aktienrechtliche Gleichbehandlungsgebot. Sie können auch einem Aktionär was geben, was sie dem anderen nicht geben. Ja, das wird immer mal wieder behauptet, dass das nicht geht, das ist Unfug. Ne? Das Aktienrecht sagt nur, wenn Sie einem Aktionär was geben und wenn ein anderer auf der nächsten Hauptversammlung danach fragt, dann müssen Sie es dem anderen auch geben. Ja, heißt aber nicht, dass sie nicht vorher dem einen was geben dürfen. Ne? Das ist ohne weiteres zulässig. Die strengste Regel, die wir dazu haben, die steht nicht im Aktienrecht, sondern im Corporate Governance Codex. Ja? Das ist ein nicht unmittelbar verbindliches Regelwerk, aber wenn Sie den nicht einhalten, dann müssen Sie es melden, jährlich, über so ein Dokument. Ja? Und der Corporate Governance Codex in der Tat, der sagt, wenn Sie draußen Finanzanalysten was gesagt haben, dann müssen sie das allen Leuten zugänglich machen. Ja. Und das ist an sich die entscheidende Regelung, also in Worten, die Gesellschaft wird die Aktionäre bei Informationen gleich behandeln, das ist nicht so relevant, aber sie soll ihnen unverzüglich sämtliche neuen Tatsachen, die Finanzanalysten und vergleichbaren Adressaten mitgeteilt worden sind, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie eine Präsentation irgendwo machen, eine Analystenkonferenz, sonst was, dann sollte das eigentlich unmittelbar aufs Internet, ja, damit es jeder auch haben kann. Ist auch die Regel meines Erachtens, oder sowas, wie ich so die Praxis sehe. Ja. Ja,
Es gibt eine neue Missbrauchsverordnung, mit der wollen wir uns jetzt inhaltlich nicht befassen, nur der Ausblick ist, wir werden möglicherweise jedenfalls über kurz oder lang kein deutsches Recht mehr haben der Ad-hoc-Mitteilung, des Insiderrechts. Die EU möchte das voll harmonisieren. Bisher haben wir da nur Richtlinien, die werden umgesetzt in deutsches Recht. Deshalb haben wir Wertpapierhandelsgesetz. In Zukunft, wenn es kommt, wird das eine EU-Verordnung sein. Da gibt es kein deutsches Recht mehr, gibt es europaweit eine Verordnung. Da steht Ad-hoc-Recht drin, da steht Insiderrecht drin. Und es wird dann überall alles einheitlich sein. Ob es dann besser ist, wissen wir nicht. Ja, vielen Dank und sorry für die Überziehung.